Gerettet dank TikTok. Die Polizei in den USA hat eine 16-Jährige aus der Gewalt eines 61-Jährigen befreit. Die Jugendliche war mit dem Mann im Auto unterwegs und gab aus dem Fahrzeug heraus Handzeichen. Die sah sie zuvor auf TikTok. Als ein Vorbeifahrender die Handzeichen des Mädchens erkennt, wählt er sofort den Notruf. Polizisten können den Wagen von James Herbert Brick schließlich in Kentucky stoppen. Ihre Familie hatte die 16-Jährige aus North Carolina bereits als vermisst gemeldet. Auf dem Videoportal TikTok wird dieses Zeichen tatsächlich vielfach erwähnt. Ursprünglich gedacht als Zeichen für häusliche Gewalt in der Corona-Pandemie und von der Frauenhilfsorganisation Canadian Women's Foundation vorgestellt. Für die Jugendliche die Rettung. Ihr Peiniger, James Herbert Brick, wird jetzt wegen Freiheitsentzug und sexueller Handlungen an einer Minderjährigen verhaftet. Warum das Mädchen mit dem Mann unterwegs war, ist bislang unklar. Der Verhaftete verhält sich nicht kooperativ, heißt es. Klar ist unterdessen, dass der Mann ein Bekannter der Familie ist.